herzlich willkommen zu Temporal Episode 4. Ich hab, die ersten drei Episoden sind ziemlich leicht, ziemlich schnell, deswegen habe ich die schon mal ohne Sprachkommentar aufgenommen. Und ich wurde ganz nett gebeten, das Ganze doch mit Kommentar zu machen, deswegen mache ich das jetzt einfach mal. Das Spiel ist leider auf Englisch und ich glaube, so live übersetzen wird ein bisschen schwierig. Ich glaube, man hat den ersten drei Folgen schon gesehen, worum es so ungefähr geht. Das ist der Roboter, der kann fliegen. Der redet mit dem TP, mit seiner TPU, die Technological Processing Unit. Es gibt Schalter, damit kann man jetzt zum Beispiel diese Tür öffnen. Und es gibt Zeitmaschinen, damit kann ich zurück in die Vergangenheit fliegen. Und es ist nicht wirklich eine Zeitmaschine, klar, sonst hätte ich mich ja jetzt gerade eben gesehen. Mein jetziges Ich hätte ich dann in der Vergangenheit schon gesehen. Sondern was da passiert, ist die Tastatureingaben, die werden gespeichert und dann quasi einfach wieder abgespielt zu dem Zeitpunkt. Ja genau, also zu dem Zeitpunkt halt passend, so wie es dann entsprechend zusammengehört. Also es gibt eine feste Zeit, die wird in den späteren Folgen auch noch irgendwann eingeblendet. Und dann sieht man dann, naja, wenn ich bei 5 Sekunden oder bei 10 Sekunden genau hochfliege, dann in die Vergangenheit zurückreise, dann werden meine Vergangenheits-Ichs bei genau 5 oder bei genau 10 Sekunden genau diesen Flug dann oben machen. Insbesondere kann man damit halt auch Paradoxa erzeugen. Ich kann jetzt sowas machen wie zum Beispiel, Das zeige ich besser dann, wenn es vorkommt. Also im Prinzip läuft es darauf raus, dass die Uhrzeit, die Zeit oben rechts. Es läuft halt darauf raus, dass die Tastatureingaben gespeichert werden und ich dann quasi mit dem zukünftigen Ich einfach verhindere, dass mein Vergangenheits-Ich mit den gespeicherten Tastatureingaben erfolgreich das tut, was es eigentlich in der Vergangenheit gemacht hat, als ich das gespielt habe, bevor ich in der Zeit zurückgereist bin. Das kann man auch später nutzen, um absichtlich was anderes zu tun. Aber man sieht hier schon, es werden auch die temporalen Paradoxa gezählt. Das waren jetzt hier 0. Also Paradoxon entsteht immer dann, wenn ein Vergangenheits-Ich durch ein zukünftiges Ich oder durch irgendwelche anderen Gegebenheiten nicht in der Lage ist, seine Zeitmaschine erfolgreich zu erreichen und in der Zeit wieder zurückzureisen. Für jedes Paradoxon gibt es eine Minute Strafe. Wir werden sicherlich noch im weiteren Verlauf dieses Let's Plays dann nicht failen sehen. Ja. Und jetzt erklärt der TPU gerade, wie die Zeitmaschine funktioniert. Der Roboter kann nur zurückreisen in der Zeit. Er kann nicht früher reisen als nach seiner Ankunft, beziehungsweise eigentlich bis 5 Sekunden, 4-5 Sekunden nach der Ankunft. Früher geht nicht. Genau. Die Steuerung ist ziemlich simpel. Mit links fährt er nach links, mit rechts fährt er nach rechts, mit Pfeil nach oben fliegt er und mit Pfeil nach unten guckt er die Zuschauer an und winkt. Und damit werden auch die Zeitpads bedient. Jetzt hat er auch das Chrono Fragen erklärt. Das will ich jetzt hier nicht zeigen, weil die Einführungssequenz so lange ist. Das Prinzip, wenn ich mich jetzt um 2 Minuten draufstelle, auf die Zeitmaschine und dann von einem späteren Zeitpunkt aus wieder zu 2 Minuten zurückreise, dann werde ich mein Vergangenheits-Ich bei 2 Minuten töten. Es kann auch andersrum passieren, dass ein bereits gespeichertes Ich ankommt, während ich aktuell gerade auf dem Zeitpad stehe, dann ist das Ganze verloren, dann bin ich nämlich tot. Im anderen Fall, wenn ich eine Vergangenheits-Ich töte, habe ich nur ein Paradoxon erschaffen. Aber wenn ich das aktuelle, also das hier oben, wenn ich das aktuelle Ich töte oder das aktuelle Ich getötet wird, dann ist das Spiel, also dann ist die Episode zu Ende und ich muss sofort nochmal anfangen. Oder vom letzten Checkpoint. So, ich habe jetzt gerade zuerst den Schalter unten, die Lichtschranke unten unterbrochen, um die eine Tür aufzumachen. Dann bin ich in der Zeit zurückgereist, um gleichzeitig den Schalter zu drücken.
bei ungefähr 1 Minute 40 war das. Und jetzt kann ich dann gleich, ja, da kommt das Vergangenheits-Ich raus. Und meine beiden Vergangenheits-Ich haben jetzt beide Türen geöffnet, ich kann jetzt durch. Und ich könnte jetzt den zuschauen, wie sie wieder zurückgehen, aber das muss es nicht sein. So, jetzt bei genau 2 Minuten ist die Tür offen. Und das heißt, ich reise jetzt zurück zu... Also, 45. Auf dem Kopf meines Vergangenheits-Ichs hochzureisen. Da kommt's. Genau, da hat's gerade noch erklärt, was mit der Türen auf sich hatte. So, ich kann jetzt nämlich da drauf. Und dann kann ich genau hier rüberfliegen. Und geschafft. Ja, also in diesem Spiel. Wie man vielleicht sieht. Ja, ich habe bestimmt schon gemerkt. Da geht es um Zeitreisen. Ein spannendes Thema, wie ich finde. Und im Gegensatz zu vielen anderen Spielen, ja, geht es halt hier um Zeitreisen. Das ist ziemlich einmalig. Ich kenne kein anderes Spiel, in dem man so durch die Zeit reisen kann. Das finde ich süß. Ich finde Roboter süß. Ich finde die Idee ziemlich gut. Und bei 30 Sekunden werfe ich jetzt den Block hier runter. Was ich machen muss, ist den Block da links auf die Schiene legen. Auf das Teil hier. Das schiebt den Block da nach links auf den Schalter. Da komme ich selber nicht hin. Aber wenn ich den runterwerfe, naja, kriege ich ja nicht wieder hoch. Also was mache ich? Ich fliege jetzt hier hoch zu dem Timepad. Und erinnere mich, ich habe bei 30 Sekunden oder kurz nach 30 Sekunden den Block runtergeworfen. Ich brauche ein paar Sekunden, um da wieder hinzukommen, um ihn aufzufangen. Und dann stelle ich mich dahin und fange den Block auf. Tada! Und dann lege ich ihn darauf ab und der Schalter wird gleich gedrückt. Jetzt muss ich bloß noch aufpassen, dass ich dem Vergangenheits-Ich nicht in die Quere komme, damit das wieder in die Zeitmaschine kommt. Yay! Genau, und ab sofort erzählt uns der TPU mit Geräuschen, wann was passiert oder wenn irgendwelche Alarme losgehen. Das ist jetzt hier einer der ersten Levels, wo ich beim Durchspielen ein paar Probleme hatte. Also ich habe das Spiel vor ein paar Tagen nochmal komplett durchgespielt. Nein, nicht komplett, ich hänge gerade beim Endgegner. Ich weiß noch so ungefähr, wie es funktioniert. Ich muss die beiden Blöcke auf einmal runterwerfen, aber man sieht schon, die Blöcke stehen da in Türen drin. Und wenn ich jetzt bei einer Minute 50 den Block runterwerfe, ja, dann ist der andere leider kaputt. Naja, ich brauche aber offensichtlich beide, um sie darin zu stapeln, da rechts, damit sie den Lichtschrank unterbrechen und ich hier unten durch diese Tür durch kann. Und so fliege ich jetzt ich reise in der Zeit zurück. So, dann wird es 22, so ungefähr. Mit dem Ziel, den anderen Block erstmal aus der Tür rauszuschieben. Und danach dann auch gleich gemeinsam mit dem ersten runterzuwerfen. Oh, 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 das könnte knapp werden. Yikes. Oh, da bin ich tot. Yep. Also die Türen, die gehen unweigerlich zu und zerstören alles, was dazwischen steht, was da im Weg ist. Aber immerhin, es gibt hier einen Checkpoint. Das heißt, den ganzen Teil davor mit dem Block und dem Schalter, den muss ich jetzt nicht wieder machen. Sondern ich werfe jetzt den Block bei einer Minute 20 einfach runter. Und dann reise ich in der Zeit einfach ein bisschen weiter zurück. Ich glaube, gerade habe ich mir so 30 Sekunden gelassen. Gebe ich mir 40 Sekunden. Nein, von der Minute 20 wäre das dann bei Sekunde 40 ungefähr 38. Genau, jetzt habe ich eine Minute und 3 Sekunden. Bin ich zurückgereist. Das heißt, ich habe jetzt eine knappe Minute Zeit. Jetzt ist der Fahrstuhl wieder weg. Ich denke, man sieht auch schon ganz gut, warum ich das Ganze ursprünglich ohne Kommentar machen wollte. Einfach, weil es einfach häufig nicht klappt,
und ich eigentlich die erfolgreichen Versuche hochladen wollte. Ja, okay, so klappt das. Also bei 20 fällt er runter. Bei 25 kommt der zweite. So, dann komme ich. Das heißt, ich kann jetzt so zu einer Minute ungefähr zurückreisen. Das ist jetzt ein bisschen gefährlich, weil ich dann Überlapp habe zwischen den Zeitreisenden. Das sollte gehen, ja. Bei einer Minute war keiner hier. Genau, hier rechts war gerade die. Ganz rechts bei dem gelben Ausrufezeichen ist die temporale Aphasie-Leiste. Das sind ja 3 Uhren jetzt. Es könnten auch mehr sein, es könnten auch weniger sein. Die geben an, wie oft ich durch die Zeit reisen kann. Jedes Mal, wenn der Roboter ein bisschen durch die Zeit reist, wird seine molekulare Struktur ein bisschen degeneriert, geht ein bisschen kaputt. Und deswegen kann er nur begrenzt oft durch die Zeit zurückreisen. Das ist interessant deswegen, weil natürlich die Rätsel umso einfacher sind, je häufiger man durch die Zeit reisen kann. So funktioniert das. Und jetzt darüber. Nein. So. Na. So, so, sehr schön. Also wenn ich jetzt nochmal in die Zeit zurückreisen würde, was ich nicht tue, weil ich dann den Level nochmal machen müsste, dann hieße es hier, ich bin tot. Ist mir beim Durchspielen auch schon mal passiert. Ist ein bisschen ärgerlich, wenn dann plötzlich merkt, Mist, klappt ja gar nicht. Oder Mist, was ist denn jetzt passiert? Oh, ich durfte nicht mehr durch die Zeit zurückreisen. Naja, fürs Let's Play weiß ich's. Man kann entsprechend aufpassen. Genau, jetzt erklärt er die Paradoxa. Wenn ich durch die Zeit zurückreise und verhindere, dass mein Vergangenheits-Ich in die Zeitmaschine kommt, dann kriege ich ein Paradoxon. Klar, das habe ich davon erzählt. Gleichzeitig verschwindet aber auch dieses Vergangenheits-Ich genau zu jedem Zeitpunkt, zu dem es ansonsten auch verschwinden würde. So, ich habe mich jetzt gerade hier selber hochgelassen, von unten nach oben. Das Ganze muss ich hier auch nochmal machen. Und zwar muss ich da fliegen. Das mache ich jetzt hier 4-mal. Ich bin gerade zu 10 Sekunden zurückgereist. Und jetzt werde ich versuchen, zu 5 Sekunden zurückzureisen. Nämlich mit dem Präzisionsspeed. Dann kann ich die Spielgeschwindigkeit nicht verändern. Um sicherzustellen, dass es hier keine Kollision gibt. Ja, das könnte ein Paradoxon geben. Ah ja, okay. Puh. Er fliegt jetzt zum Glück darüber. So, dass die Position quasi wieder zurückgesetzt wurde durch die Wand. So, wenn es raucht, wenn der Propeller anfängt zu rauchen, dann ist nur noch ein kleines bisschen Zeit da. Das kann man nutzen, um quasi auf einem Vergangenheits-Ich zu landen oder sich davon hochtragen zu lassen und im letzten Moment davon abzufliegen. So kommt man möglichst weit hoch. So, jetzt kommt dieses Teil hier runter. Und die Tür ist leider zu. Dieser Lift ist ein bisschen kräftig, wie man sieht. Das heißt, der kann die Blöcke sprengen. Natürlich den untersten zuerst, weil der gleichzeitig noch die Gewichtskraft der oberen Blöcke kriegt. Physikalisch korrekt. Und der TPU muss jetzt die Tür hängen. Für mich, für die Roboter. Weil sonst, genau wie die Blöcke, wird der Roboter von dem Lift zerstört. Aber er hat es geschafft, den Lift anzuhalten, oder er hat es geschafft, die Tür zu öffnen. So, das ist ein bisschen ätzendes Rätsel. Der Schalter bewegt den linken Lift. Also der linke Schalter ist für die rechten beiden Türen zuständig. Der mittlere Schalter ist für die mittlere Tür zuständig. Der rechte Schalter ist für die linken beiden Türen zuständig. So, das Problem ist jetzt, ich muss zu einem Zustand kommen mit 4 offenen Türen. Aber ich habe hier nur eine offene Tür. Das heißt, ich muss irgendwie es hinkriegen, eine ungerade Zahl von Türen zu öffnen oder zu schließen.
Ja. Moment. Puh, wie war das denn? Seid ihr sicher, dass ihr mir zugucken wollt? Moment. Ich glaube, ich hab's. Doch nicht, oder? Nee. Wie funktioniert das? Mal überlegen, wenn ich in der Mitte das verschieden habe. Ach so, ja, ich weiß es wieder. Ich muss natürlich, ich kann natürlich auch zwei Schalter gleichzeitig drücken. Und, nein, das war der falsche. So. Einfach zwei Schalter gleichzeitig drücken, damit nämlich die Lichtschranke nur einmal aktiviert statt zweimal. Ah. Ja, da saß ich beim Durchspielen auch eine Weile dran. Ach, Mann, das hätte so einfach sein können. Diese Schüsse, die töten. Da gerade ein Checkpoint war, zeige ich jetzt einfach mal. So, you are dead. Excellent. Permanent 5 o'clock shadow. Oh, wenn ich schnell mache. Na, klappt nicht. So, dieser Block. Bin mir gerade nicht sicher, muss der hoch oder muss der unten hin? Ich glaube, der muss hoch. Na, hochschieben. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, was ich hier tun muss. Was passiert? Band geht an. Da oben ist noch einer. Komm ich da nicht einfach? Nein, ich komme da nicht einfach so durch. Okay, dann brauche ich das Band, um mich zu beschleunigen. Ich glaube nicht. Brauche ich das Band, um mich zu beschleunigen? Ah ja, die Schüsse fliegen schneller als da runter. Ich brauche das Band, um zu beschleunigen. Oh, puh, klappt. Jetzt schnell rüber. Hier. Das wird jetzt nichts. Ich muss den Block von unten. So. Von unten anheben. Und dann abstreifen. So. Ich sag doch, da will man nicht zugucken. Ziemlich genau das passiert, was ich befürchtet habe. Ich versuche es und es klappt nicht. Das wollte ich meinen Zuschauern eigentlich ersparen. Ich finde es selber auch immer frustrierend, wenn ich Leuten beim Spielen zugucke und sie dann irgendwas nicht hinkriegen. Aber, okay, diesmal hat es geklappt. Sehr schön. Jetzt wird das wahrscheinlich auch gleich anfangen zu schießen. Das habe ich zum Glück schon gesehen. Es gibt die orangen Blöcke, die man schon aus den vorherigen Folgen kennt. Die gehen kaputt, wenn die angeschossen werden. Aber diese, ich nehme an, aus Metall, diese Kisten, die sind ziemlich stabil. Die halten das aus. Uiuiui. Ui, ui. Oh, hui, wie knapp. Yippie. Geschafft. Ja, und es wäre ein bisschen einfacher gewesen, wenn jemand dabei gewesen wäre, um diese Schießteile auszuschalten. Aber TP ist wohl gerade nicht da. Der ist, glaube ich, verschwunden. Ja. So, eine Folge noch für diese. Eine Episode noch für diese Folge. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich zeige einfach mal, wie es hier aussieht.
Also folgendes, hier unten gibt es den Schalter. Der macht das Schießen aus. Bei der Ausgangstür. Außerdem gibt es Soundprobleme, weil so viele Sounds auf einmal gespielt werden. Ich komme da jetzt leider gerade nicht hoch, das ist zu hoch. Deswegen zeige ich das nur von vorne. Da kann ich gerade leider auch nicht durch. Also. Die mal schnell abschießen. Klappt das? Yep. Also hier dieses Schussteil. Das ist in dieser Folge tatsächlich als Werkzeug gedacht und nicht als Gegner. Es ist dafür da, die großen Blöcke zu zerschießen. Weil gerade haben wir unten gesehen, der Schalter, der unten die Schüsse beendet. Darüber ist so ein schmaler Schacht, da passt nur der kleine Block durch. Die großen Blöcke sind also im Weg. Aber einer davon, oder in Vergangenheit sich, muss ich auf diesen Schalter da unten stellen, um nämlich die Ausgangstür zu öffnen. So, ich gucke jetzt gerade bei einer Minute 10 ungefähr. Muss ich einmal schießen und dann bei einer Minute 20 nochmal. Und dann kann ich bei einer Minute und, also bei der kleine Block runtergefallen ist, kann ich dann in die Ausgangstür rein. Das ist dann bei einer Minute 45. Ja, vielleicht mache ich mir noch ein bisschen länger Puffer für nachher. Wird nicht verkehrt sein. So, ich muss jetzt schießen. Nochmal bei, was war es? Minute 5 und Minute 20. Wenn ich es verkacke, ist meine Vergangenheit echt tot und ich habe ein Paradoxon. Also, ich muss bei Minute 5 schießen. Dann reise ich zurück zu 55 Sekunden. 10 Sekunden sollten da reichen. Also wieder schnell. Und langsam. So. Ah, ich darf nur einmal in der Zeit reisen. Okay. Also einfach mal. Na, das ist zu früh. Werde ich gleich sehen. Jetzt muss ich kurz warten. Dann ist bei einer Minute 20 der andere Block runtergefallen. So, und jetzt hoffe ich, dass der Lift nicht im Weg ist. Ist er natürlich. Ist er schon wieder, ne? Ne, klappt. Gut. Der Block ist kaputt. Der Block ist kaputt. Mein Vergangenheits-Ich, aber leider auch. Yep. Und das ist ein Paradoxon, das ich leider nicht mehr auflösen kann. Nee, das klappt so nicht mehr. Gut, dann schaue ich mir das nochmal in Ruhe an und in der nächsten Folge gibt es dann die Lösung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.